Aber ich habe früher den Sport immer als Angriff gesehen, also nicht als Motivation. Sich dort zurückzuziehen, wo man gut ist und eine Schutzwand hat. Also die eigene Schutzzone ist dort, wo man sich wohlfühlt und dort ist das auch, wo das Potenzial entsteht. Hier bin ich aufgewachsen. Hier unten wohne ich, hier hatte ich mal gewohnt und hier bin ich. Hier. Hier, im Jetzt, hier. Und hier oben ist irgendwie eine coole Musik. Keine Ahnung, was. Weißt du was? Kelly Family oder so. Solche Leute müssen wirklich das nutzen, was sie auch haben durch das ADHS. Und das ist wirklich das Extrovertierte im Leben. Also die müssen dann wirklich rausgehen in die freie Natur so und sich austoben, aber wirklich auch in die freie Natur gehen, wenn sie merken, es ist zu viel im Leben. Also wenn die Überhitzung kommt und der Stress, die Impulse zu krass werden, dann finde ich auch wichtig, sich dort zurückzuziehen, wo man gut ist und eine Schutzwand hat. Also die eigene Schutzzone ist dort, wo man sich wohlfühlt und dort ist das auch, wo das Potenzial entsteht im Leben, also die Gabe ist. Und bei mir ist das immer der Sport gewesen, also nicht Muskeln, Muskelach, oder sowas, sondern wirklich, ich mag Sport, also ich mag Sport seit Kindheit. Und dieser Sport ist mir nie bewusst geworden, wieso ich bei diesem Sport gut bin. Und dieser Sport ist eigentlich der, wo ich mich auch zurückziehen kann. Aber ich habe früher den Sport immer als Angriff gesehen, also nicht als Motivation oder als Therapie oder so, sondern immer als, dort muss ich. Und jetzt heute sage ich mir, ich darf jetzt am Freitagabend hier hinauflaufen. Es gäbe auch andere Varianten, um Freitagabend zu gestalten. Aber ich mache das jetzt, weil es mir gut tut. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt lange halte. So. Und jedem ans Herz kann legen, möglichst früh damit anzufangen. Auch die Jungs und so unter 20 oder 25 und so. Fängt früh an mit Selbstliebe und Selbsterkennung und auch was euch gut tut. Ich wusste nicht, dass heute Open Air ist hier, ehrlich gesagt. Krass. Ist, jedes Jahr hier ist Fest. Ich gehe jetzt heute mal nicht hier rein. Schauen, was hier geht, so Mann. Und das ist schon geil, so ADHS. Abend. 20, 30 Minuten hier auf dem Peak vom Berg, so. Zack, zack, zack. Schaut mal. Zuerst gehen wir noch ein bisschen schauen, wie es hier oben aussieht, bevor die Party losgeht hier. Hier bin ich aufgewachsen. Hier unten wohne ich, hier hatte ich mal gewohnt und hier bin ich. Hier. Hier, im Jetzt, hier. Und hier oben ist irgendwie eine coole Musik. Keine Ahnung, was. Weiß ich was. Kelly Family oder so. Hier oben, um wirklich dieses Wochenende abzuschließen. Ich war gestern auf dem Pilatus, wie ihr auch dabei seid oder dann sind, wenn ich es hochlade. Und spontan bin ich jetzt hier noch auf den Sonnenberg gekommen, wo mein Hausberg ist, wo ich spezielle Energieort oder eine Quelle für mich entdeckt habe bei stressigen Situationen. Sorry für das Atmen. Und ich bin jetzt hier oben und finde das voll geil, dass hier noch ein Musical oder irgendwas ist. Also völlig crazy für mich, so Erlebnisse zu haben. Und das ist wirklich durch das ADHS, nicht durch irgendwelches Stillstehen oder passives Verhalten, sondern es sind wir sind die aktiven Leute und die sehen dann halt wirklich auch schöne Dinge wie
So das Zeug. Ich weiß noch nicht, was hier abgeht, aber das ist krass. Ja, schon geil. Und hier die View ist schon krass. Schaut das an, ja. Wirklich mega, mega, mega begeistert von diesem spontanen Einblick in das Leben wieder. Also vor einer Stunde war ich zu Hause am Laptop. Let's go. Thank you.